Herkommen mit der BF. Ja, mich hat natürlich unser Heninger Feuerwehrkommandant, der Herr Feuchter, um kurz nach 17 Uhr angerufen und hat mir mitgeteilt, dass es hier eben einen Einsatz gibt von unserer Feuerwehr und dass es etwas Größeres ist und dass ich vor Ort kommen soll. Das Allerwichtigste und was ich natürlich auch als erstes gefragt habe, was mir als erstes mitgeteilt wurde, war, dass es keine Verletzten gab und das ist natürlich das Allerwichtigste, sowohl für die Feuerwehr als auch für mich als Bürgermeister. Das ist hier natürlich ein Entwicklungszentrum der Firma Bertrand und wir haben mit der Firma Bertrand abgesprochen, sowohl die Feuerwehr als auch ich, dass die natürlich ein entsprechendes Pressestatement dazu machen, was genau vorgefallen ist. Also insgesamt sind ein bisschen mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort und der überwiegende Teil, 85 Leute, sind von der Feuerwehr.